Nicht nur die Küchen sollen raus, auch von seinem privaten Carrera-Center möchte sich Jörg trennen. Was hast du denn dafür damals bezahlt für das ganze Zeug hier? Geld. Was ist da noch auf dem Schirm? 50.000 Euro. Jörg hat die Carrera-Sammlung seit 6 Jahren nicht mehr benutzt. Trotzdem fällt es ihm nicht leicht, sie abzugeben. Mir liegt es eigentlich daran, dass ich es an jemanden verkaufe, dem es auch im Herzen liegt. Also ich hätte ungern hier einen Händler, der damit spekuliert, weil es hier billig schießen will und dann sein Geld damit machen will. Das heißt, hier ist es am Herzen gelegen, das kommt ja nicht aufs Geld an, sondern wirklich darauf an, dass es in gute Hände kommt. Herzensangelegenheit, genau. Herzensangelegenheit, gut. Pass auf. Okay. Vor allem die Carrera-Sammlung, die Autosammlung. Ja. Die Trödelprofis haben sowohl Sammler als auch Händler zum Verkauf eingeladen. Also ich habe denen das schon genau beschrieben, wo die reinlaufen müssen. Deshalb würde ich jetzt die Zeit noch nutzen, lass uns mal eine Runde fahren. Klar. Dies ist womöglich Jörgs Abschiedsrunde. Und auch die Profis wollen die Chance nutzen, einmal auf einer 42 Meter Strecke Vollgas zu geben. Mahlzeit! 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 Herzlichen Dank fürs Kommen. Es geht hier um eine Auflösung des Rennmaßcenters. Es stehen 4 Bahnen zum Verkauf. Hinzu kommen noch ein kompletter Shop mit Ersatzteilen und eine Carrera-Sammlung, 124 und exklusiv. Wer Fragen hat, einfach fragen. Die erste Frage wäre natürlich Gesamtpreis, schon da eine Vorstellung? Mit Bahn, mit allem drum und dran? Aber Sie haben doch noch gar nichts gesehen. Ist egal, das reicht mir schon. Dann sage ich 50. Okay. Wollen Sie jetzt gucken? Jetzt? Ja, okay. Zu gucken gibt's eine Menge. Neben den 4 Bahnen hat Jörg eine Art Privatshop mit Autos, Bausätzen und Ersatzteilen. Wenn man sich überlegt, dass er das privat gemacht hat, nicht gewerblich, das ist schon echt abgefahren. Abgedreht. Fragt sich nur, wie sehr sich gleich die Preisschraube dreht. In erster Linie interessieren uns natürlich die Leute, die Interesse an alles, was hier ist, haben. Die Summe, die ich vorhin genannt habe, das war natürlich kein Scherz. 50.000 ist seine Wunschvorstellung. Dann sag mir mal einen Preis. Hau mal einen Preis raus. 8.000. So, wo bist du? 8.500. Ja. 8.500. Das ist in dem Level ganz weit von 50 entfernt. Okay, was ist bei den Modellautos? Jemand Interesse an dem kompletten Volumen hier? Ja. Preisfrage. Preisfrage. Mach mal ein Angebot. Wenn alle Autos aus dem Shop, so wie im Regal, 1.000. Wie viel? 1.000. Du hast mich gefragt. Wer würde denn dagegen bieten? Ja. 4.000. 4? Das ist doch mal eine Ansage. Wer noch? 6.000. 6? 8.000. 8. Wie viele Fahrzeuge sind es denn insgesamt? Über 200. Also, das ist eine ganze Vitrine, mintboxed Fahrzeug. Das Stadtmeisterschaftsauto ist dabei. 8,5. 8,8. Mach doch eine glatte Summe 10. Dann hören wir mal, wie weit die gehen. Da geht ja nicht runter. Ja, ist ja ein Witz. Bei den Angeboten, die jetzt hier kommen, das ist echt wirklich sehr, sehr mager. Und ich kann den Jörg auch verstehen. Da würde ich ja auch nicht verkaufen. Jörg hängt nicht nur an seiner Sammlung. Er weiß auch ganz genau, welchen Wert sie hat. Ich gebe das lieber für 5.000 an den Sammler als für 35.000 an den Händler. Ich weiß, zum Beispiel Andreas ist ein wirklich ein leidenschaftlicher Sammler. Ich habe sie fast alle auch selbst zu Hause. Und ich möchte jetzt, ohne die Sammlung zu bewerten, sagen, alle besser. Möchte aber trotzdem einfach mal... Das eine oder andere wird für dich interessant sein. Genau, da sind ein paar Sachen, die sind für mich interessant. Genau. Ein 936er Stadtmeisterschaftsauto in Gelb. Ja? Ja. Der Preis ist abhängig immer vom Zustand des Autos, hat ungefähr einen Marktwert, das wäre ich auch bereit dafür zu bezahlen, für 1.500 Euro. Haben wir einen. Und die anderen? Ist ein Auto. Genau. Das ist so mit das Highlight in dieser Sammlung. Für sein gelbes Stadtmeisterschaftsauto wollte Jörg anfangs eine 5-stellige Summe. Doch offenbar ist es doch nicht ganz so selten, wie er dachte. Welche Autos möchtest du denn jetzt davon haben? Nach genauer Betrachtung der Fahrzeuge ist der Wagen durch die harte Beschädigung, die er hat, nicht mehr für mich interessant. Ich habe ihn besser. Der Labo Stella ist interessant. Und der Schöpperl hat leider nicht die Farbe, wie es in der Vitrine ausgesehen hat. Es ist kein weißer, es ist ein beigefarbener.
Man kann es ja umlackieren. Dadurch, ja, kann man gerne machen. Ist dadurch auch für mich uninteressant. Okay, also willst du nur den einen hier haben? Der wäre für mich interessant. Ich müsste den jetzt wirklich mal genau noch mal unter die Lupe nehmen. Das ist leider ein Replika. Wieso ist das eine Replika? Das ist ein Replika, der Originale, der hat eine spitzere Schnauze. Das ganze Finish ist ein bisschen anders. Und was auch ein Indiz dafür ist, ist das Fahrwerk, was da drunter ist. Diese Autos oder diese Karosserien, das waren Nachkaufkarosserien damals für Meisterschaften, die gab es 1968. Und 1968 gab es diese Chassis, die hier drunter sind, gab es nicht. Ein Nachbau ist für den Sammler uninteressant. Das ist nicht so einfach hier mit den Autos, weil die Sammler, die legen echt sehr viel Wert auf den Zustand der Autos und Originalität und. Also die werden alle genau unter die Lupe genommen. Okay, und die anderen Autos sind jetzt auch nicht interessant für dich? Nein. Ein ernüchterndes Urteil für die Carrera-Sammlung. Und auch in Jörgs Küchenstudio hält sich die Begeisterung bislang in Grenzen. Alles, was interessant ist und schön ist, da steht kein Preis dran. Ne? Du hast verkauft. Die ist wahrscheinlich auch schon verkauft, sonst wäre ja ein Preis dran. Jo. Ja. Naja, auf jeden Fall können wir hier was machen. Wir haben hier Potenzial. Jetzt kommt es aber auf die Preisgestaltung von Jörg an. Ne? Weil die Preise, die da dran stehen, die werden wir nicht erzielen. Nicht für die Qualität. Die Zeit ist vorbei. Ja, und dann können wir hier morgen richtig was reißen. Das wäre cool. Ne? Aber insgesamt, sozusagen, die Qualität, da habe ich mir schon was Besseres vorgestellt. Das ist leider bei den Carrera-Autos dasselbe Problem. Was haben wir denn da? Wie viele Autos sind das denn? 32 habe ich gezählt. 32. Wir können gerne nochmal nachzählen. 50 Euro, ne? Ja, im Schnitt. Und es gibt noch einen zweiten Interessenten. Also, regulär sprechen wir jetzt über einen Neupreis von 1600 Euro. Genau. Das ist ja richtig. Neupreis, ja. Genau. Ich könnte mir vorstellen, ich weiß ja nicht, was du davon hältst, Jörg, wenn wir sagen, wir machen da 1,3 draus. Von mir aus gar nicht. Was glaube ich? Weit von dem weg, was ich kenne. Ja. Was möchtest du denn bezahlen? Ich meine, du kriegst ja neue Autos. Die sind ja noch nicht ausgepackt, noch nicht gefahren. Ne? Super beliebt. Ja, dann sag doch mal deinen Preis. Ja, ich fange jetzt mal an. Ja. 600 Euro. 600 Euro, gut. Was ist mit dir? 650. 650. Über 700. Bis bei 700. Dann bist du bei? 1,3. Du bist raus? Dann interessiere ich mich für die 1:24er Carreras. Vielleicht werden wir uns da ja einigen. Okay. Und du bist jetzt bei 700. Okay. Wir waren jetzt bei 1300, wir sind bei 700. Irgendwo müssen wir uns doch da treffen, soweit sind das wir. Das wird ja möglich sein. Voneinander entfernt, ne? Genau. Ich bin kein Händler. Du bist ich habe einen Club, wo ich auch Kinder habe. Okay. Ja, die Autos werden eingesetzt für die Kiddies zum Fahren. Ne, zum Fahren. Okay. Und so ein Club hat auch nicht immer viel Geld. Ja, ist schon klar. Ne, und deswegen muss ich gucken. So einen Interessenten sucht ja auch der Jörg. Genau. Ja, damit die Autos auch wirklich in gute Hände kommen. Genau. Da kommen die auch. Ja, Jörg, was sollen wir machen? Wir waren bei 1300. Wie gesagt, mir liegt es da. Ich habe jetzt lieber, du gibst dir den Kiddies und so weiter und so fort. Ja. Sag mal 800 Euro, dann sind wir im Geschäft. Bist du 500 Euro runtergegangen? Ja. Bist du 500 Euro Schritt runtergegangen? Otto, da fahren Kiddies mit, die freuen sich daran. Okay. Verstehst du das nicht? Ja gut, klar, aber ich bin ja dafür da, um Geschäfte zu machen. Ja, gut, und du bist für das gute Herz zuständig. Also du gibst mir deine Adresse und ich mache dir Fotos, wie die Kiddies mit deinen Autos auf der Bahn fahren. Okay. Dann machen wir 800. 750. Komm. Mitte 7,75. Komm. Oder 7,77. 770. Wolfgang Müller stellt seine Clubbahn regelmäßig für Kindergeburtstage zur Verfügung. Dafür gibt Jörg gern Rabatt. Wir sind ja eigentlich zum Verkaufen da. Und der Jörg, der geht jetzt Riesenschritte nach unten. Ich meine, er hat ein großes Herz. Und er möchte, also ihm ist es ja wichtig, dass die Autos in gute Hände kommen. Und der Preis ist ihm eigentlich zweitrangig, aber normalerweise sind wir da, um den besten Preis rauszuholen. Das hat sich jetzt gerade so ein bisschen gebissen, aber wenn der Jörg glücklich ist, dann bin ich's auch. Von seiner Wunschsumme von 130.000 bis 150.000 Euro hat sich Jörg offenbar längst verabschiedet. Die 5 Autos, ja? Genau. Alles klar? Mach mal ein Angebot. 40 Euro. Zu wenig. Für dich, oder? Nee, für meinen Sohn. Für die Kinder. Komm, 50 Euro und gut ist. Alles klar. Okay. Geh mal schnell. Ja. BSC, dich damit spielen. Okay. Ja, genau.
Das sind seine Sachen. Und wenn er sagt, dann verkaufe ich lieber vereinzelt Sachen, wenn der Preis stimmt. Und wenn das in richtige Hände kommt, das ist seine Entscheidung, das ist seine freie Meinung, dann soll er das machen. Und auch Thorsten Splied, der Käufer des blauen Porsche, ist noch einmal fündig geworden. Die werden ja so im Schnitt zwischen 500 und 600 Euro gehandelt. Ne? Vielleicht die nicht, aber die sind ja schon. Die sind auch selten. Ne? Mintbox ist selten. Weil die wurden ja damals zum Spielen gekauft und deswegen wurde damit gespielt. Mintbox heißt, sie sind nicht bespielt. Nicht bespielt. 2,5. 1500 für meine Sammlung. Gut, das ist okay für die Sammlung, aber mit 1500 kriege ich Bauchschmerzen. 1800. Also 1500, da nehme ich dir den raus. Nö. Ja, dann leg mal was drauf. 2000 aber, dann ist Schmerzgrenze. Mehr Haushaltsgeld habe ich. Dann legen wir das drauf und das lassen wir draußen, oder was sagst du? Nein, komm. 2000. Ja? Sammler. Komm, mach 2-1. Nein, 2000. Komm, 2-1. Jetzt. Komm, 2. Dankeschön. Sorry. Für Kinder und Sammler drückt Jörg ein Auge zu. Dafür haben die Profis großes Verständnis. Ich finde das super, dass er sich auch so einen Kopf macht, der Jörg, und nicht einfach sagt, nee, ich will die Autos jetzt einfach loswerden oder die Carrera-Bahn. Der will wirklich, dass die jemand so zu schätzen weiß, wie er es mal gemacht hat. Und deshalb gibt er die auch preiswerter ab. Das finde ich echt klasse. Ein weiterer Deal bringt 1.375 Euro. Insgesamt hat sich der Verkauf gelohnt, trotz Jörgs Spezialpreisen. Ja, ich habe das auch jahrelang gemacht. Ich bin 10 Jahre durch ganz Europa gefahren. Und ich habe ein Herz für solche Leute. Die Leute kommen, was weiß ich, 400, 500, 600 Kilometer teilweise. Und dann weiß ich auch, das ist ein Sammler, weißt du. Es waren auch einige Händler dabei, habt ihr gesehen. Die lasse ich abblitzen. Ich muss keine Kohle mitgemacht werden. Aber ein Sammler und Kiddies. Cooler für Kinder habe ich immer ein Herz. Dafür kriegt ihr wieder Gläser. Und weißt du was? Ja, Kiddies in mein Leben. So bringt die Sammlung zwar weniger Geld, aber dafür umso mehr Spaß. Wenn ich den Kiddies eine Freude machen kann, das wird jetzt auch bei mir sein, wenn die Bahnen sind nicht weggegangen. Hier werde ich einfach mal gucken, ein Kinderheim suchen. Dann werde ich irgendein Kinderheim aufbauen, dass die Kiddies was davon haben. Dafür sind die Bahnen gemacht, dafür habe ich sie mal gebaut.